Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen SCP Secret Files. Nach Baldur's Gate und Starfield kommen wir wieder zu dem, was wir ursprünglich auf dem Kanal gespielt haben, beziehungsweise ich. Und zwar wieder Horrorspiele der guten Art. Und ich hoffe, SCP Secret Files ist ein gutes Spiel. Und mein Zukunfts-Ich wird mich für das hassen, dass ich gesagt habe, ich spiele SCP Secret Files. Das sehe ich jetzt schon. Aber ja, mal gucken. Schauen wir mal rein. SCP kenne ich von Markiplier und ist ein mega geiles Konzept. Mit den ganzen Anomalien. Ich bin Karl. Karl Asterda. Vor ein paar Minuten saß ich in einem Restaurant an der Straße L und habe meine Dissertation vorbereitet. Der Kuchen, der dort serviert wurde, war vorzüglich. Ich schreckte zusammen als... Okay. Ich glaube, ich lasse es. Als ich bemerkte, dass es im Rest noch einen anderen freien Tisch gab, sagte ich zu diesem Mann, entschuldigen Sie, glaube ich, dass ich Sie kenne. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Oder hat sich zu uns hingesessen, oder wie? Der Mann hat eine Frage und setzte sein Selbstgespräch fort. Und es ist auch so, dass Sie bald Ihren Abschluss machen und dann brauche ich Sie bestimmt einen Job, nicht? Tja, wie es der Zufall will, haben wir genau den richtigen Job für Sie. Der Mann hält inne, um seinen folgenden Worten Nachdruck zu verleihen. Einen sehr, sehr geheimnisvollen Job. Einen wunderbaren Job. Der wird bestimmt nicht wunderbar werden. Geheimnis und wunderbar. Was? Klingt interessant. Ja. Vertrauen Sie mir. Sie werden nicht enttäuscht. Dann gab er mir eine Visitenkarte. Beide Seiten der Visitenkarten waren schwarz. Auf einer Seite war drei Buchstaben aufgedruckt. SCP. Karl Asterda. Okay. Herr Karl Asterda, Glückwunsch zu Ihrer Ernennung als neues Mitglied der SCP Foundation. Die Foundation schätzt Ihr Wissen und Ihre Expertise sehr. Und wir sind der festen Überzeugung, dass Sie derjenige sind, nach dem wir gesucht haben. Sie werden die Stelle des stellvertretenden Archivars in der Archivabteilung Gruppe 3 antreten. Klingt jetzt nicht sehr spannend. Direktor Chuck Auer wird Ihr Vorgesetzter sein. Bitte begeben Sie sich am 13.08.2012 um 9 Uhr zum Sicherheitsbüro in Sektor was auch immer, um Ihre Personalkarte entgegenzunehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Personalabteilung Standard 105, sicheres, muss Sichernberg beschützen. Okay. Dann geht's mal los. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Due to their existence, the balance of mankind's peaceful life has been upset. However, no matter how advanced our technology, no matter how great our scientific breakthroughs, there will always be anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from, or what their purpose is. These questions plague mankind and affect our daily lives. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. The SCP Foundation is committed to maintaining the normalcy of the world so that people may live free of fear. While ordinary people live in the sunlight, we must fight anomalies in the shadow. We must prevent them from being exposed to the public, so that people may live in a rational and ordinary world. We secure, we contain, we protect. Tja, dann würde ich sagen,
geht's mal los. Ja, also ein Mission Statement, das haben wir jetzt eben im Prinzip ja schon gehört. Gondor. Und der ist weg. Okay, erstmal ein bisschen umgucken. Ja, nichts Spannendes. Nicht eingerichtet. Hallo. Be right back. Für die Karte. Ach so. Okay, Level 1 Security. Das ist ziemlich viel Security, wenn hier die Security-Person nicht da ist. So, geh ja schon durch. Raum 914. Woher weiß ich das, dass ich da 914 rein muss? Okay, das Gehgeräusch, das könnte mit der Dauer nervig sein. Okay, SCP Foundation Test. Okay. Das ist ungefähr das gleiche wie ganz am Anfang. Mhm. Und hier geht es nicht weiter. 914. Ah, das ist 914. Und dann, bevor ich 914 reingehe, würde ich nochmal ganz kurz umgucken. Remember your name. Bravura. Okay. Toilette ist out of business. Ja, okay, kommen wir nicht rein. Ah, okay. Und ich kann auch schneller gehen. Warum klingt das so komisch? Was? WSD drücken? Ja, so funktioniert das auch in echt. Okay, unsere Bude. Zumindest den Kopf werden wir uns hier nicht anstoßen. Okay. Kann ich wieder zumachen? Nee. Gut. Unser hochmoderner Computer. Durchziehen. Jetzt hier die SC. Okay. Ja, wird schon stimmen. Ihnen wird Zugriff auf klassifizierte und streng geheime Archivakten gewährt. Bitte bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Geheimhaltungsverpflichtungen gelesen haben und alle Bestimmungen und Richtlinien der SCP Foundation strengstens befolgen werden. Ja, natürlich. Willkommen bei der SCP Foundation. Vor Arbeitsbeginn möchten wir Ihnen die Software vorstellen, die der Archivabteilung verwendet wird. Okay. Jeden Tag weist Ihr Vorgesetzter Ihnen Aufgaben über das Modul Auftrag zu. Wenn es eine neue Aufgabe gibt, blinkt die Schaltfläche rot. Okay. Die Kommunikation an Standard erfolgt vorhin über die Sofortnachrichtensystem, wo Daten mit Verschlüsselung der Stufe 2 verarbeitet werden. Bitte achten Sie auf die rot blinkende Erinnerung und setzen Sie unverzüglich an. Okay. Schulungen sind eine effektive Methode zum Informationsaustausch in der Foundation. Neue Mitarbeiter müssen an der Orientierungsschulung teilnehmen, bevor sie mit der Arbeit beginnen. Okay. Die Übersicht der öffentlichen Informationen von allen Standorten weltweit an. Sie können diese Informationen jederzeit ansehen. Damit ist die Einführung abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg. Okay, das sind die unterschiedlichen Standorte. An Standort 13 hat sich ein abnormaler Zwischenfall ereignet. Alle Gebäude von Standort 13 sind spurlos verschwunden. Und viele beschädigt und noch nie zuvor gesehene Gebäude tauchten aus dem Nichts auf. Einige davon brannten. X Stunden später war wieder alles beim Alten. Aber es fehlten X Mitarbeiter. Einschließlich direkt aus SCP irgendwas und SCP irgendwas sind während des Vorfalls verschwunden. Okay. Alles klar. Und das Team von Standard bestätigt mit Hilfe einer dem zur Verfügung stehenden Anomalien die Existenz des Multiversums. Ich muss jetzt gerade ein bisschen an Marvel denken. Dies stellt einen Durchbruch dar, der mit der Sicherheit im Falle von Szenarien der Kategorie K von Nutzen sein wird. Es sei denn, ein Szenario der Kategorie K zerstört das Multiversum. Interessanter Gedanke. Dieser Artikel wird in diesem Moment vielleicht von einem anderen Person von Ihnen selbst... Warte mal, gibt es gelesen? Sagst du Ihren Balance selbst? Hallo. Okay, ich glaube, das spare ich mir fürs andere mal auf. Okay, da gibt es... Oh, da gibt es ein paar Standorte. Sogar einer mitten im Wasser. Aber jetzt was dem mitten im Wasser, würde ich jetzt mal ganz kurz anschauen. Berichte des vorläufigen Standort 72 deuten darauf hin, dass die jüngste Zunahme geologischer Aktivitäten in kleinster Weise in Verbindung mit SCP 4997 steht. Der amtierende Standortdirektor möchte jedoch alle daran erinnern, dass immer noch vernünftige Vorschläge im Hinblick auf Neutralisationsmaßnahmen erwünscht sind, um dass es sich bei
es mit Feuertöten nicht um einen vernünftigen Vorschlag, oh, Entschuldigung, handelt. Okay. Postfach, da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Freude. Okay. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber ich habe voll die Skype-Vibes. Okay. Das ist wie Teams jetzt. Passwort zu Dokumentenserver. Okay, das ist kein geheimes Passwort. Morgen mit einer Hallöchen, Freunde. Guten Morgen. Erstmal angeben. Ja, er ist schon mal happy. Na, ich will jetzt nicht auf Arsch machen. Was? Wir haben. Okay. Was ist mit Jonathan? Ja, wer ist das? Okay. Habt ihr gestern Rick and Morty? Oh, da hat jemand guten Geschmack. Wie gefährlich kann Büroarbeit schon sein? Ja, bei der SCP Foundation vermutlich sehr. Seine Hand, weil er sich nichts ans Protokoll hier zurück. Und SCP 247. Dick war es eindeutig zu viel. Okay, das geht auch ein bisschen schnell hier. Doch, ich bin mich über Rick und Morty unterhalten. Er hat echt ein Problem. Entspannungsstation. Ja, da stimme ich zu. Rick und Morty ist nicht für kleine Kinder. Tut mir den Gefallen und haltet einfach die Schnauze. Was ist das? Kann ich das anklicken? Okay, müssen einen vorgenommen werden. Ach so. Wenn du mit diesem Projekt fertig bist, überarbeite dich nicht. Verstanden. Muss ich nicht diese komische Einführung machen? War doch ganz am Anfang, stand doch da was. Nein, es ist unser Verantwortungsassistenten, zu kontrollieren, zu ordnen, zu kategorisieren und anzupassen. Und für das habe ich studiert. Okay, bevor ich mir da. Genau, Einarbeitungsprogramm, sage ich dir. Meeting wir nachher, alles klar. Okay. Was? Noch weiter chatten? Boah, bist du ein Schleimer. Oh. Okay. Ja. Gutes Gespräch. Okay. Du bist leicht, Karl. Okay, kann ich jetzt hier mal wirklich was machen? Ich den Kopf verliere und immer. Okay, System in die Vorlesung für die. Okay, hier klicken und zu. Kann ich einfach einen anderen beitreten? Nee. Das ist einfach nur ein Video? Okay. Also fast wie Teams, braucht einmal ewig.
Jason Carter is a death row inmate. In exchange for clemency, he has agreed to work with the SCP Foundation for 30 days. Upon completion of his work, he will be a free man. Jason Carter is now D-503. Und was davon ist jetzt? Okay. Ist doch keine Einführung. Warum bin ich der Typ jetzt? Okay. Wow. Irgendwie hat mich das jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Alter, warum macht's das? D-503 was given no clear instruction of the task to be completed. He must find them out for himself. Aha. Müll einsammeln. Ja, herzlich willkommen zum Offroad-Simulator. Ich fahr jetzt einfach mal zu so einem roten Punkt hin. Da ist Müll, I guess. Bremsen aussteigen. Beschädiger Beziehungen aus Plastik selbst nach 100 Jahren noch nicht zu sehen. Das ist jetzt drin? Okay. Ja, dann ab zum nächsten. Sieht nach einem Reifen aus. Ich glaube auf einen Reifen, der im Profil mit Sand gefüllt ist. Seitdem Fahrzeug als Hub sich hier sonst mit verwendet werden, häufen sich erstmal entsorgte Reifen. Aha. Denk mal, eine Sache noch. Oh, ich will nicht mal Gang schalten. Allrad umschalten. Geht auch nicht. Schlechte Offroad-Simulation. Ja, ich sollte vielleicht nicht allzu schnell fahren. Ah, da ist noch mehr Müll. Okay, ist das irgendwas Radioaktives? Ich schicke das Metallfass. Okay. Geben Sie sich zum Verbrenner. Der ist wo? Das ist eine neue Gebäude da. Komm, LKW, du schaffst es. Ja, ich guess, da hinten das Ding. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ah, okay. Also fahre ich da jetzt mit dem Auto einfach rein oder muss ich da reingehen? Okay. Bitte Hebelungen und Verbrennungsvorgang zu bestätigen. Ich glaube,
glaube, das braucht mal WD-40. This was D-503's first day of work. SCP protocol mandates that D-503 now undergo a psychological evaluation. Okay. Bitte führen Sie für Stufe 2 des psychologischen Tests so damit. Okay. Sehen die linke Grafikfragmente nach rechts, um die gesamte Fläche auszufüllen. Ach Mann, ich hasse sowas. Keine Ahnung. Drehen kann ich das aber auch nicht. Warte mal. Das tun wir mal weg. Ich meine, das muss vielleicht irgendwie so hin. Wo kommt das? Ah, das kommt so hin. Hätte ich jetzt mal gesagt. Das da kommt dann dahin. Warte, diese Sounds. Och, Mann. Wann kommt doch Horror in dem Spiel? Ich guess, muss mal hier irgendwie so hin. So, I guess. Ja. Und so. Yay! Sogar mit Zeit 31 Sekunden. Okay, das haben schon ein paar. Okay. Aber bitte sag mir nicht, dass ich das jetzt alles 29 Mal machen muss. Ah, immerhin gibt's einen Burger. Wow. Ernsthaft? Naja. Achievement. Immer noch lecker. Na, dann gehen wir mal schlafen. This was the first day D-503 psychological data was collected. You're probably wondering, how can this job earn freedom for a death row inmate? Ja, guter Punkt. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Raymond Hamm from Site 83. Welcome to today's training conference. Today, I'm going to share with you a little project I've been working on called SCP-7457. The desert you saw just now is SCP-7457. D-503 is a volunteer who we invited to help us learn more about this desert. Prior to the Foundation's involvement with SCP-7457, 329 people went missing in this area. As a precaution, we have introduced lockdown measures as we attempt to find the cause of these disappearances. As everyone here is new to the Foundation, it will be good for you to learn about SCP-7457. Let me explain how it works. Before we get started, are there any questions? Dr. Hamm, I'm Will Barton, 3rd Special Squad, Site 86. Hello, Will. Before I came here, I thought I had a basic understanding of the Foundation. I've heard of these anomalies, but only in terms of human anomalies. I had no idea that SCP-7457 was a desert. How do we begin to make sense of this? That's a good question, Will. All the unexplained phenomena we are monitoring are being labeled anomalies. Human anomalies, regional anomalies, artifact anomalies, and various other phenomena beyond our control. The work of the Foundation is to isolate these anomalies and prevent the public from, shall we say, experiencing them? Okay, next question. Hello, Dr. Hamm. I'm Mark Harris, a research intern from Site 27. In the video, we saw D-503 picking up garbage in the desert. Why did it do that? And what does this have to do with anomalies? Okay, Mark.
What I can tell you now is that everything you see is part of SCP-7457. SCP anomalies can be a little difficult to understand at first. Just know that it, or they, have their own rules. Perhaps you'll understand what I mean once we finish watching the video. Okay, let's move on. Okay, müssen wir schon mal mehr. Okay, Tag 8. The first week was fairly normal. However, there was an interesting occurrence on the 8th day. Okay. Soweit alles normal. Okay, das geht jetzt wenigstens schneller. Aber ist das jetzt eigentlich auch schon das SCP, weil das hier drin ist, oder effektiv nur die Wüste draußen? Und man hat das hier reingebaut. Oh, ich hasse dieses Warum sieht das so komisch aus? Ja, okay. Würde mal sagen, wir fahren einfach mal nach da vorne. Was ist das hier? So ein Blumentopf? Nee, das ist nicht. Okay, dann. Ist da links? Was zum. Okay. Schwarze Spindel, eine Spindel aus dicken schwarzen Kabel. Es ist so eng gewickelt, dass man sehen könnte, was davon umwickelt wird. Ja, wetten, dass eine Person da drin ist. Okay, aussteigen. Ah, einsteigen, so. Also jetzt schon zum Verbrenner. Naja, gut. Ja. Bestimmt irgendeine Leiche von den vermissten Personen. Gut, alles nochmal von vorne. Oh, nochmal diesen Tester. Okay. Bitte wählen Sie drei Bilder mit Dreiecken aus. Dreieck, Dreieck. Noch ein Dreieck. Also, ja, das hier. Bitte wählen Sie drei Bilder, auf denen das Rechnen ist 5. 5 plus 0 ist 5. Scheiße, ich bin sowas total schlecht. 1, 2, 3, 4, 5. I guess. Okay. Ja, gut. Platz 4. Ja. Gut. Gibt jetzt wieder so einen Burger. Achso, direkt schlafen. Ja, ist okay. Warum kriege ich keinen Burger? Und wie bin ich hier reingekommen? Naja. That night, D-503's psychological data showed abnormal fluctuations. Analysis tells us that D-503 is dreaming. Unfortunately, though,
We have no way of knowing what he dreamed of that night. Significant turning point, the start of SCP-7457's impact on D-503. Are there any questions before we go on? Hello, Dr. Ham. I'm Spencer Jones from the Special Operations Department of Site-21. Hello, Spencer. It's still unclear as to why D-503 needs to pick up all of this trash. If you wanted to monitor his psychological response to SCP-7457, why not just leave him out in the desert? Why assign him these tasks when there are already psychological evaluations taking place? Okay, our analysis has indicated that SCP-7457 produces a new cluster of trash every 8 minutes and 37 seconds. If waste collection is not done regularly, all that trash may soon flow into our world. It is worth noting, though, that the quantity of waste created here pales in comparison to the amount produced by humans. However, it still has the potential to become a significant problem in the future. By assigning these tasks to D-503, we can monitor his reactions while also containing the trash. There is another reason, but we will get to that one later. Is it not the case that the Foundation is exaggerating the importance of a minor issue before the issue is fully understood? Okay, everyone. I must emphasize that behind us is the general public, who are wholly unaware of any of this. Being meticulous and maintaining a serious attitude is essential at the SCP Foundation. Any oversight or underestimation of the enemy may result in disaster. Thank you, Dr. Ham. I understand. Good. Let's move on. The effects of SCP-7457 on D-503 became most obvious on day 15 of the test. Due to the conditions that day, we were only able to track his movements after recovering data from his radar. It was definitely a bad day, perhaps the worst, even for a death row inmate. Okay. Also gibt's heute Spaß. Oh. Okay. D-503 found a radar that perfectly resembled his own. Aus dem Zweiten Weltkrieg, Display und Verbindungsverrichtung sind stark abgenutzt. D-503 didn't seem to think much of it. Okay, da hinten hat's nochmal Müll. I guess ist das hier. Die nächste Leiche. Einsammeln. Ja, ist wieder die Schwindel da. Also bis jetzt ist ja hier noch alles tutti. Nichts Schlimmes passiert. Ich meine, das ist SCP. Da habe ich noch der ruhige Anfang, bevor sie so richtig abgeht. Thank you.
Erstmal steht der Reifen. 40 Kilo. Naja. Persistent adverse physiological reactions proved to be a challenge for D-503. He still managed to complete his work on day 15. But then he encountered an incident. Und es schneit? A sandstorm. Ah, okay. D-503 walked in the sandstorm for a long time, but he couldn't seem to find his way back. Ach so. Wow. Ich dachte, das wäre wieder so eine Filmsequenz. Gut. Meine Prophezeiung, diese Kabel werden uns einwickeln und irgendein anderer Proband wird uns dann da verbrennen. Und das ist dann der Zyklus von diesem SCP. Also jumpen kann ich auch nicht. Ist das der Bunker? Ja. D-503 managed to find a site just as he was beginning to grow weak with exhaustion. A site he was not familiar with. Whoa. Okay. Jetzt hasse ich schon meine Vergangenheit sich. Was ist die Lüge? Bitte kein Jumpscare. Bitte kein Jumpscare. Later, a visibly trembling D-503 returned to Site 8. We immediately performed a psychological evaluation. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.